ist Vanya und unsere Wohnung ist ein bisschen in Bruchstücken. Es ist ja in den letzten Folgen ein bisschen abgebrannt hier, unser Haus. Und jetzt haben wir ein bisschen... Ja. Also das... Tops, hi. Ja. Hallo. Na gut, ich ich meine, guck mal, wie schön meine Küche noch ist. Ich meine, guck mal, wie viel noch übrig ist. Ist das nicht schön, mein Kühlschrank steht? Ich würde dir empfehlen, das alles zu verkaufen. Ich meine, Meinst du, das ist noch was wert? Ja, ich hoffe, dass es noch was wert ist, weil ich will dir ganz ehrlich sagen, ich bin auf der Suche gerade auf was Neues. Ich habe jetzt, du weißt einfach nicht, wie viel Geld ich habe. Ich habe einfach, mehrere Von der Versicherung Milliarden, hast du gesagt, gell? Ja, ich habe mehrere Milliarden, habe ich einfach auf dem Konto und, ich wollte gucken, ob es irgendwie demnächst irgendwo was gibt, wo man sich... Yo, das ist, eine gute Idee. Würde ich dich dementsprechend auch mit erstmal nehmen, weil du bist momentan... Oh, das ist super lieb von dir. Ich hab kein Bett mehr. Ich habe hier noch ein Loch. Dafür kann man dann hier runtergucken. Es ist halt alles irgendwie in die... Naja, im Prinzip ähnliches Schicksal wie der McDonald's. Alles hat angefangen zu brennen und... Holzwürmer und so, ne? Holzwürmer und so. Ja, deswegen ist jetzt hier nicht mehr so viel von übrig, von dem, was hier mal war. Ich meine, ich habe nicht mal mehr eine Tür... Es ist einfach nur noch ein Trauerspiel. Ich wollte auch, weil die Stadt halt echt verrückt ist, ich wollte eigentlich zu einem Arzt gehen, keine Ahnung, Psychologen, damit ich mal darüber reden kann, weil es scheint nicht normal zu sein. Ich habe langsam das Gefühl, ich werd verrückt und ich weiß, mir da ein bisschen Hilfe suchen. Habe mir gedacht, dann kann ich das vielleicht alles ein bisschen besser bewältigen. Und also... Ich glaube, ist halt gerade ein bisschen stressig. Ich habe davor, mir was zu holen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, weil... Du, es kann ja nicht schaden, es mal zu probieren. Einkaufswagen. Ach nee, Detlef. Ach nee. Hey, aber hey, sie ist positiv, er gibt dir Kuchen. Er gibt aber mir, ich werde nie wieder hungrig sein müssen. Nein, vergiss es. Wann hat Detlef zuletzt die Hände gewaschen? Oh, ja. 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 Nein. Siehst du? Ja. Guter Punkt. Nee, ich wollte dann anrufen. Ich glaube, hier im Haus müsste sogar jemand sein. Kann das sein? Ja. Ich glaube, unten bei Adriana unter Wohnung. Ja, irgendwie so hatte ich da was mitgekriegt, aber willst du sicher hier bei dem Haus, dass ja, komm. Dass das eine gute Dingens ist? Also, lass mich das probieren, komm, ich bin da optimistisch. Ich mache mir nur Sorgen, dass du am Ende irgendwie, weiß ich nicht, gefangen wirst und dann gegessen, weil das kann gut vorkommen, weil... gefangen und gegessen. Ja, jetzt stell dir doch mal vor, du wirst dann gegessen und gefangen, das wäre ein bisschen sinnlos, wenn das die Reihenfolge wäre, weil du musst überlegen, du Du weißt, wieso ich mir Sorgen mache, oder? Weil du, nee, aber du sagst, du willst jetzt ein Haus kaufen, auf jeden Fall. Ja, ich muss auf jeden Fall gucken. Ich wollte mich jetzt demnächst nochmal, Nee, aber ich muss ganz ehrlich, ich bin ganz froh, rauszukommen. Ich wollte dem Vermieter jetzt nicht noch länger seine blöde Miete bezahlen, jeden einzelnen Tag. Und ja, dann ist es eigentlich auch eine schöne Neuerung. Ja, muss ja auch mal neue Wege gehen, richtig? Naja, ich wollte ihn jetzt eigentlich mal anrufen. Gesucht. Der hat uns gesucht? Ja, der wollte dich umbringen. Also wenn du das ist ja schön. Ja. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann versteckt. Wie es geht, ne? Dann versteckt. Mach's gut. Okay, dann rufe ich jetzt erstmal bei dem Arzt da an. Tops hat mich zwar gewarnt, aber hey. Wo? Was ist das? Nein, nicht Teleport. Okay, ich rufe schnell an. Teleport? Nein, Detlef. Dude, kein Teleport. Okay, es geht keiner ran. Guten Tag, hier ist Dr. Diamant, wie kann ich Ihnen helfen? Schönen guten Tag, ich wollte fragen, ob Sie gerade vielleicht noch einen Termin offen haben, halbwegs kurzfristig. Ich weiß, das ist ja meistens halbwegs ausgebucht. Ah ja, kommen Sie vorbei, aber ich bin auch kurz hier auf einem Meeting, ich komme gleich hier. Okay, Sie kommen gleich. Schauen Sie mal vorbei bei mir. Okay. Seelische Hilfe ist mein Zweck hier. Das ist schön zu hören, na, danke schön, bis gleich. Okay, er klang jetzt halbwegs kompetent. Das heißt, ich bin optimistisch, gehe jetzt hier einfach aus dieser Wohnung raus und komme... Hi, Billy! Ja, ich weiß, wir haben keine Wohnung mehr. Ich weiß, ich finde es auch nicht schön, aber... Hier ist nicht mehr wirklich was von übrig. Aber wir suchen uns was Neues, okay? Wir suchen uns was Neues und dann haben wir eine schönere Wohnung und bis dahin können wir hier bei... Detlef wohnen. Nein, können wir nicht, hier ist nichts. Im Fahrstuhl wohnen. Oh, guck mal an. Der Fahrstuhl hat doch Platz für alle. Hier ist nicht mehr eine Fahrstuhltür. Okay, ich sollte hier vorbeikommen, war es, glaube ich. So, ich glaube, ich bin hier richtig. Hier sind auf jeden Fall medizinische Equipment-Sachen. Sieht so aus, als wäre ich hier bei einem Arzt. Theoretisch. Ich meine, klar, hier scheint auch noch mehr... hallo?
also, der hat auch mal deutlicher geredet. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, hier sind nur leere Zimmer. Der hat auch mal deutlicher geredet. Dem kann man, also, früher wollte man wenigstens noch, ja, Linsensuppe, blablabla, aber mittlerweile ist da einfach nur noch wirres Gebrabbel. Da sieht man einfach, was diese Stadt mit den Menschen hier tut. Das ist, es scheint nicht gesund zu sein. Vielleicht sollte der auch mal hier hin und dann beim Arzt. Der ist überhaupt noch nicht... Ja? Entschuldigung? Oh, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Ja, ja, mein Name. Ja. Okay. Wo ist der Arzt? Du, ich such den Arzt auch. Ich will die Linsensuppe. Beim Arzt? Ja. Er sagt immer Linsensuppe. Der sagt das immer. Ja. Du bist aber ein hübscher Junge. Danke. Lass bitte, mich mal bitte durch, ich muss auf Toilette. Das ist ziemlich sicher nicht das Klo. Das ist ziemlich sicher nicht das Klo gewesen. Och nee. Oh, Herr Doktor. Hi. Ah, guten Tag hier. Was suchen Sie für Hilfe? Seelische Hilfe oder geistliche Hilfe? Oder suchen Sie nur das Klo? Nee, ich suche seelische Hilfe. Ich habe das Gefühl, in dieser Stadt sind nur Verrückte und ich wollte einfach mal drüber reden können. Und ich hatte den Eindruck, ich werde langsam... Ich mach mal einen Scan. Ich leg mich mal hin. Ich kann mich nicht hinlegen. Ich kann mich bestimmt hinlegen. Kann ich nicht. Ja gut, ich sitze jetzt hier. Okay, wir spielen mal hier Schafe zählen. Wie viel können Sie zählen? Ich zähle... Sie haben jetzt hier recht viele Schafe. Sollten das nicht einfache Aufgaben sein? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich zähl 17 Schafe. Oh je. Der hat's nicht mehr gemacht. Nein! 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 Nicht schon wieder. Och nee, bitte. Okay. Na dann. Dann ist ja gut. Okay, der Opa ist tot. Perfekt. Haben Sie alle gezählt? 17 habe ich gezählt. Richtig, 4 Stück sind das. Alles klar, kommen Sie mit hier. Und jetzt beobachten Sie mal hier diese Kugel hier. Und sagen diese Sie, wenn sich eine bewegt hier, okay? Ich bin gleich wieder da. Okay, alles klar, ich beobachte die Kugeln. Hochkonzentriert. Hier scheint zwar nicht viel zu passieren. Ich zweifle auch, dass sich das ändern wird. Aber warum hat er überhaupt diese ganzen Schafe da verteilt? Ich weiß nicht, wie mir das bei meinem Problem helfen soll. Irgendjemand schießt hier. Alles in Ordnung? Da drüben? Nein, ich weiß nicht, wie mir das bei dem Problem helfen soll, aber hey, der Mann ist ein professioneller Arzt, der ist ausgebildet, der wird wissen, was er tut. Das heißt, ich beobachte jetzt hier einfach weiter die Kugeln. Perfekt! Da sind Sie ja schon fertig. Da bin ich schon fertig, es ist nichts passiert. Okay, perfekt. Genau das Resultat, das wir haben wollen. Okay, jetzt muss ich das schnell einloggen. Okay, okay, lassen wir hier unser Stammkunde. Ha. Ja, das ist Ihr Stammkunde. Haben Sie da schon gute Erfolge erzielt bei dem, oder? Ja. Er ist jetzt Veganer. Oh, das ist schön. Das ist, gut zu hören. Nein, haben Sie auch den Eindruck, oder bin das nur ich, dass in dieser Stadt viele Leute einfach nur nicht normal zu sein scheinen? Warte kurz, ich habe gerade einen wichtigen Anruf hier. Okay. Hallo? Ja, mach mal, ich komme später zum Essen, ja. Alles klar. Okay. Guten Tag. Schauen wir mal hier unsere Ergebnisse an hier von Ihnen. Okay. Das ist ein Scan von Ihnen hier persönlich hier. Aha. Also hier sehen wir, es ist an sich alles normal, außer das hier in der Mitte. Das ist ein bisschen merkwürdig. Okay, was soll das für mich darstellen? Nein, nicht Sie! Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal! Das ist verboten, das ist eine private Praxis! Hier sehen Sie gerade den wütenden Besitzer. Guckt euch den mal an, wie wütend der ist. Und hier eine total Kloppe. Und deswegen... ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Oh mein Gott, nein! Oh. Nein! Ja, passt auf, der schießt auf mich! Hashtag oh nein! Hashtag oh nein, der schießt auf mich! Oh nein! Hashtag nein! Ich gehe weg hier, nein! Oh Gott. Nee! Okay. Keine Angst, das haben wir. Der Typ hat sich beruhigt. Okay, das ist schön zu hören. Da scheinen Sie auch wirklich gut in Ihrem Job zu sein. Der schreibt gar nicht mehr. Okay, also hier, der nächste Test ist, ob Sie lesen können. Lesen Sie mal vor, was hier drin steht in dem Buch hier. Und, okay, was lese ich denn hier? Ich lese... Einfach mal laut vorlesen, es sind einfache Buchstaben. Ich kann hier leider wenig entziffern. Es sieht für mich nicht aus wie Buchstaben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, okay, also ist notiert, kann nicht lesen, okay. Ich kann lesen, ich bin auch auf die Schule gegangen, wirklich.
Ah ja, dann lesen Sie mal vor hier, was hier für ein Rezept drin steht. Das sind ganz einfache Wörter. Ich kann das jetzt hier wirklich, da sind keine Wörter zu erkennen, da ist nein, das sind doch immer nur... Test fehlgeschlagen. Halt, stopp, ich glaube, das ist einfach ein fehlerhafter Test. Das sieht für mich nicht aus. Hier steht doch ganz drin, Gummibären, grün und rot. Kann auch jeder Mensch lesen. Gummibären, grün und rot. Das passt von den Bildern nicht mal. Hören Sie. Wollen Sie mich veralbern? Wo sind denn da wo lesen Sie denn da Gummibären, grün und rot? Ich muss schon einen Spezialisten holen. Bin ich wieder da. Gummibären, grün und rot, ich glaube, sagt. Okay, hier, warum hat er hier einen Mörser? Was ist das überhaupt? Also das wirkt auch ein bisschen fragwürdig, die Ausrüstung, die er hier teilweise so hat. Ich meine, was mischt er da für Tränke? Vielleicht ist er auch noch Apotheker und mischt seine eigene Medizin. Möglich wäre es, wäre jetzt nicht das Schlimmste. Ansonsten, ich weiß nicht, wie viel von der Ausstattung mit dem Brand verloren gegangen ist, aber... Alles klar, okay. Der nächste Test ist etwas gegen ihre Wut, okay? Also einfach mal so fest dagegen schlagen, wie sie können. Oder sie können auch hier, den benutzen hier in der Wand hier. Das ist noch besser gelegen hier, weil sie nicht so groß sind. Ja, genau. Und schreien sie ihre Probleme gegen den... Ich bin eigentlich nicht wütend, aber ich wünschte, dieser Mann hier würde weggehen. Der lässt seine Wut freien Lauf. Das ist doch keine Wut, der ist einfach nur... Hallo? Der soll mal... Kann ich den statt den Boxsack schlagen? Gehen Sie weg, hören Sie auf, dieses Geräusch zu machen. Das ist höchst unangenehm. Ja. Okay. Scheinbar ist er jetzt weg. Das ist doch auch gut, oder? Ist das nicht das Test, der gibt es? Genau, das ist der Sinn des Tests. Okay. Der Mann war eine Simulation, nehme ich an. Genau, das war eine Einbildung von Ihren Gedanken. Eine Einbildung. Der war gar nicht wirklich da. Aber Sie wissen trotzdem, von wem ich rede. Genau, das ist verdächtig. Richtig. Alles klar. Allerdings Test ist ein simpler Test. Einfach sagen, welche Farben sehen Sie? Ich sehe schwarz, blau, rot und gelb. Welche Farben sollte ich sehen? Okay, und wie groß sind die Farben? Schwarz ist ein Ring, blau ist zwei, rot ist zwei, gelb ist zwei. Okay, welche Farbe hat der rote Ring? Der ist rot. Okay. Test fehlgeschlagen. Test fehlgeschlagen? Was für Farben soll ich denn hier sehen? Ah, das hat Sie nicht interessieren. Okay, nächster Test hier. Hören Sie, was werden die Tests denn ergeben am Ende? Darf ich mal nachfragen? Ich bin ein bisschen neugierig. Was wird denn am Ende rauskommen? Ah, das ist streng vertraulich. Das erfahren Sie erst, wenn Sie fertig sind. Aber sind das nicht meine eigenen Daten? Soll ich das nicht wissen dürfen? Nee, Sie haben Datenschutz unterschrieben. Alles Artikel 13. Okay. Dann, was ist denn das nächste Test? Ja, okay, genau. Blockschaden. Okay, nicht blinzeln. Wenn Sie blinzeln, verlieren Sie gegen diesen Hydranten. Ich bin wieder da. Ich muss schnell hier meine Hose wechseln. Gegen den Hydranten. Langsam habe ich das Gefühl, der Typ will mich hier veralbern, aber hallo? Herr Hühnchen? Sie... Ha. Ja. Okay. Vielleicht hätte ich auf Tops hören sollen, der Arzt wirkt jetzt bis jetzt noch nicht so kompetent. Und ich habe den Eindruck, er wird mir nicht wirklich helfen. Alles klar, nun zum finalen Test hier. Zum finalen Test. Okay, der finale Lieblings-Eiscremesorte? Meine Lieblings-Eiscremesorte ist Schokolade. Was ich am überhaupt nicht gernsten mag, ist hier blauer, wie heißt das, Schlumpfeis? Ah, das ist Diamant. Ja, aber das heißt Schlumpfeis. Nein, Diamant. Das heißt Schlumpfeis. Nein. Ey, das heißt Schlumpfeis. Bitte verlassen Sie den Raum. Hören Sie mich, guter Mann? Also, wenn ich eine Sache im Eis... Für mich noch? Oh Gott, nein. Oh nein. Willst du vielleicht mit mir auf ein Date gehen? Oh ich Gott. Soll gehen. Also, bitte. Bitte. Sie sind ein Betrüger. Bitte gehen Sie. Bitte ich halten Sie Abstand von mir. Lass mich das bitte erklären. Ich habe das nur gemacht, um dich zu beeindrucken. Das war nicht mal dein Laden. Ja, du hast aber den Job bei McDonald's bekommen durch mich. Ja, aber der ist abgebrannt jetzt. Ja, aber ich habe das besser gemacht, als der Typ davor war. Der Typ davor hat das nie gut gemacht. Der Typ davor hat das aber legal gemacht. Ja, aber der hat die nicht sonst was... Ach nein, Detlef. Feuerwerk? Nein, kein Feuerwerk. Hey, hör zu. Feuerwerk! Bitte kein Feuerwerk. Hör zu. Feuerwerk. Könntest du bitte weggehen? Wir haben gerade ein Date. Wir haben kein Date. Das ist nicht. Acht? Bitte. Bitte. Nein. Komm schon. Hören Sie. Feuerwerk. Nein. Oh Gott, Detlef, das ist nicht... Nein. Ist das dein fester Freund? Das ist nicht mein fester Freund. Verdammt, immer verliere ich gegen diese gut aussehenden Typen. Oh Mann, das ist so unfair, das Leben.
Kein Wunder, dass du ihn liest. Hören Sie, bitte gehen Sie. Ich weiß nicht mal, was Ihr Name ist. Bitte gehen Sie. Mein Name ist Christopher. Ja. Oh nee. Jetzt ist hier gar nichts mehr übrig. Von dem. Okay. Ich habe das Gefühl, der Arzt wollte mir guten Tag. Nun zu Ihnen. Sie haben eine Auswertung? Ich dachte, das war der letzte Test. Genau, Sie haben den Test, genau. Den müssen wir noch durchführen. Ich dachte, wir haben den letzten Test gerade gemacht. Okay, was? Nein. Doch. Ich war die ganze Zeit hier auf meinem Meeting. Sie haben gerade gesagt, wir haben den letzten Test gemacht, als wir Eiscremesorten angeguckt haben. Hä? Ich bin vegan, ich esse nicht mehr Eiscreme. Und ich gesagt habe, das eine ist Schlumpfeis. Und Sie dann gesagt haben, bitte gehen Sie. Aber ich mag die Schlümpfe. Aber... was? Wieso machen Sie das? Haben Sie... Superkräfte? Das ist nicht Teil des Tests. Was wird das? Was wird das? Warum? Ich möchte meiner Mama. Oh nein. Was? Ich muss gehen. Was? Die macht einfach... Wieso passiert das? Wieso geht alles kaputt? Hä? Was ist das? Hallo? Warum? Was baut sich hier ab? Ich bin das nicht. Warum? Warum passiert das? Wer ist das? Wieso ist hier so ein unsichtbares Ding, was... Sachen zerstört. Hä? Bin jetzt im... Okay, jetzt ist jetzt die Wohnung von Roland, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, tiefer kann ich nicht gehen. Ich bin jetzt im Erdgeschoss. Okay, ich bin hier weg. Ich gucke, dass ich irgendwie Flo oder Tops finde und dann ziehe ich mit denen zusammen. Aber in der... Also, nee. Und der Vermieter will mich umbringen? Also, oh Gott, ab durch die Flammen. Hi? Hi? Wer bist du denn? Ich bin du? Du bist nicht ich. Du bist ja ganz klein. Ich bin ja schon groß. Okay. Du, Mai? Bleib die Mieten? Nein. Okay, Vermieter? Oh Gott, nein. Was ist das für... Junges Fräulein. Du wirst jetzt hier hingerichtet. Hingerichtet? Warum sollte ich denn hier bleiben? Ja, mein hast du wohl abgezogen. Mit einem komischen... Und nun zum letzten Teil unseres Tests, okay? Wer bist denn du? Okay. Also, wir müssen nur kurz einen kurzen Sehtest machen, okay? Welche Farbe hat der Himmel? Was bist du denn für... Welche Farbe hat was? Welche Farbe hat der Himmel? Der Himmel ist blau. Hab ich gesagt Himmel? Ich meinte Windel. Ich muss gehen, ciao. Ciao. Was sind denn jetzt meine Ergebnisse? Bin ich gesund? Sie sind nicht gesund. Zahlen Sie meine Mieten. Hören Sie, Ihr Haus ist komplett abgebrannt. Ich bezahle hier ganz sicher keine Mieten. Wenn, dann verklage ich Sie auf Mietminderung, guter Mann. Ihr ruft die Polizei. Ja, machen Sie das. Mit dem würde ich nämlich gerne ein Wörtchen wechseln. Und nun zum letzten Teil Ihres Tests. Okay, wir müssen nur eine kleine Test noch machen hier. Ich habe doch den letzten Teil des Tests schon 5-mal gemacht. Was? Nein. Ich hab doch wie viele Zahlen sind zwischen 1 und 10? Ich hab doch gerade den Test gemacht. Wollen Sie mich veralbern? Hallo. Nein, ich war gerade auf dem Klo bis jetzt. Hallo. Sie waren wir haben gerade den letzten Test gemacht. Wo ist die komische Malone? Das weiß ich doch auch nicht. Den suche ich doch auch. Wir unterhalten uns gerade hier. Können Sie bitte hier ganz kurz zur Seite treten? Das ist sehr unhöflich. Hier haben Sie ein bisschen Teppich. Ja, Mai, mit wem redest du bitte? Ich sehe auch niemanden. Wie, Sie sehen ja niemanden? Ich rede hier mit dem Arzt, der hier ist. Ja, Mai, wollen Sie mich veräppeln? Ich sehe hier keinen Arzt. Ich rede hier mit dem Arzt, der hat in ihrem Haus gewohnt. Fünfter Stock. Der Arzt ist schon seit 20 Jahren nicht mehr im Haus. Wie, der ist jetzt 20... ich rede doch gerade mit dem... Nochmal, wollen Sie mich veräppeln? Woher willst du denn überhaupt von dem Arzt? Der war doch da. Ist das nicht der... haben Sie den nicht gesehen? Bleiben Sie hier, sagen Sie Ihrem komischen, für Sie Freund, dass ich ihn hier sehen will, weil er schuldet mir noch Mieten. Und nun hier, zum letzten Teil Ihres Tests, okay? Sie müssen mir nur kurz sagen, wie viele Drehen Bäume Sie sehen. Drehen Sie sich ein Stückchen nach rechts. Sehen Sie diesen Mann hier? Sie gucken in die richtige Richtung. Sehen Sie diesen Mann? No. Sicher nicht? No. Okay. Ich glaube, Sie sind langsam... Aber woher wüsste ich denn von dem Arzt? So viele Bäume? Das ist ein gutes Testergebnis. Was? Ich habe doch gar nichts gesagt. Sind Sie ein Geist? Was sind Sie? Bitte mit mir reden. Jetzt rufen Sie Ihren komischen Pfirsich-Fruchttypen-Freund an. Das kann ja logisch sein. Ich brauche mein Mieten. Sie haben mein Haus kaputt gemacht. Wir haben das Haus nicht kaputt gemacht. Und nun zum letzten Teil Ihres Tests. Sie müssen mir nur kurz bestätigen hier, wie Ihr Name ist und Ihre Sozialversicherungsnummer. Oh Gott, warum nicht helfen? Jetzt rufen Sie Ihren verdammten Freund. Ich bin weg.
Ich bin sie hier. Ich fahre. Nein! Ey, sie haben jetzt mein Boot jetzt kaputt geschossen. Hallo! Ja, sie haben mein Haus angezündet. Ich habe ihr Haus nicht angezündet. Ich verlange hier Mietminderung. Ich bezahle keine Miete für ein brennendes Zimmer. In meinem Zimmer, da ist nicht mal mehr wirklich was. Jetzt ist der wieder weg. Da ist nicht mehr wirklich was übrig. Ja, das ist nämlich höchst illegal, was sie hier treiben. Höchst illegal ist das. Ja, mei. Ja, das sind sie ganz überrascht. Detlef. Ja, mei. Teleport. Danke, Detlef. Nein, nicht schon wieder. Okay, aber egal, wir sind jetzt eh nicht mehr in dem Haus. Wir haben da nichts mehr, was wir irgendwie vermissen könnten. Das brennt sowieso gleich nieder. Ich weiß nicht, wie lange das noch steht. Das sieht sehr, sehr instabil aus. Den Vermieter will ich nicht mehr über die oh Gott, wer ist da hinten noch? Ist das Tops? Okay, ja. Tops? Ja, wo bist du? Ich bin hier hinten. Ist alles okay? Ronja, ich habe da vielleicht was gefunden, was wir uns angucken können. Und nun zum letzten Teil ihres Tests. Okay, Tops, dreh dich ein Stückchen nach von dir aus links. Siehst du da jemanden? Ich sehe nur das Haus. Wie viele Zahlen sind zwischen grün und... Zwischen grün und... sind keine Zahlen. Was redest du mit mir? Ich hab dich... Egal. Da war ein Arzt. Ich hab dir doch gesagt, ich gehe zum Arzt, richtig? Heute Morgen? Ja. Ich hab dir gesagt, ich gehe zum Arzt. Ich bin runtergegangen in den fünften Stock, wie du es gesagt hast, ja? Da haben wir ja gesagt, der wohnt da. Unter Adriana im Zimmer. Ich hab gesagt, der wohnt schon lange keiner mehr. Da wohnt der. Und dann habe ich gesagt, ich rufe den jetzt an und geh runter. Wir haben uns getroffen, als du gerade irgendwie auf dem Weg warst. Du warst ein bisschen bedizzelt. Irgendwie so ein bisschen halt neben der Spur. Ich habe gesagt, ja, jo, wie geht's dir? Bla bla bla. Ich habe gesagt, ich suche ein Haus, dass ich. Ja, genau. Ja, und dann haben wir gesagt, wir gucken. Irgendwas mit Arzt. Genau, dann habe ich gesagt, ich würde beim Arzt mal anrufen, weil die ganzen Verrückten hier in der Stadt sind und ich langsam. Ne? Du hast niemanden angerufen. Du hast einfach. Ich habe das Telefon in der Kirche benutzt. Guck mir in die Augen. Geht's dir gut? Ich weiß es nicht. Ich sehe die ganze Zeit einen Arzt, der ploppt auf und dann ist er wieder weg. Ich glaube, es ist ein Geist. Ah, Geister gibt's nicht. Ja, nee, Geister gibt's nicht. Ich glaube nicht an Geister. Also. Ich glaube schon. Der kommt immer wieder und dann sagt er, hier, und nun kommen wir zum letzten Teil ihres Tests. Was für ein Test? Und nun kommen wir zum Endresultat ihres Tests. Genau, hier, da ist er wieder. Jetzt kommen wir zum Endresultat ihres Tests. Ja. Der sieht aus, als ob er so ein Diamantmann wäre. Wie viele Buchstaben sind zwischen A und... Hast du irgendwas gegessen? Ich hatte ein Stück von dem Apfelkuchen, den Detlef da gelassen hat. Nein. Aber nur ein kleines. Ich war sehr hungrig. Ronja, warum hast du das? Ich war so hungrig! Meinst du, da war irgendwas drin in dem Kuchen? Ich wollte niemals etwas essen, was Detlef angefasst hat. Denk doch mal drüber nach. Hat Detlef jemals seine Hände gewaschen? Und der wird doch gebacken und dann sterben doch die ganzen Bakterien. Ich habe gedacht, ich war hungrig. Ja, aber was wird da? Bakterien sterben doch bei Hitze. Das ist doch alles okay. Nein, eben nicht. Aber ich da ist ein Hubschrauber. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Detlef da irgendwas reingemischt hat, was irgendwie... Flo? Wahnvorstellungen auslöst. Hallo? Ronja, komm mit! Wir müssen flüchten! Flo? Was? Oh mein Gott. Wegen einem Steck ein! Nichts weg hier! Was? Okay. Du bist stinkt nach Käse! Okay, dann. Was? Eingearbeitet Käse! Tops, kommst du mit? Steck weg! Wo fliegen wir hin? Warte, ich folge dir. Du hast ein neues Haus. Was ist hier? Warte, du hast eine neue Villa? Warte, du hast. Was? Wieso explodiert das jetzt? Auf geht's! Wo gehen wir hin? Hier was passiert jetzt. Hier? Hier wohnen wir jetzt? Ja. Okay. Cool. Dann, finde ich gut. Okay, ciao. Okay, ciao. Das war's dann auch für diese Folge, Alter. Wenn sie euch gefallen hat und wenn ihr euch freut, dass ich jetzt in der Villa wohne, dann gebt einen Daumen hoch und schreibt einen Kommentar. Macht's gut, bis nächstes Mal. Ciao!